Okay, jetzt beweisen wir nochmal folgende Aussage hier. Das wird jetzt wieder ein bisschen komplizierter hier mit Quantoren. Ich schreibe mal die linke Seite gleich oben hin. Nicht für alle x existiert ein y, sodass für alle z gilt p von x und p von y impliziert p von z. Und das soll jetzt äquivalent sein, aufgepasst, ich schreibe das jetzt unten hin, zu es existiert ein x, sodass für alle y gilt, es existiert ein z, p von x und p von y und nicht p von z. So, die beiden Aussagen sollen äquivalent sein, gucken wir uns mal an und ja, versuchen jetzt von der einen zur anderen Seite zu kommen. Uns beziehungsweise uns aufeinander zuzubewegen. Ne? Sodass man letztlich, wenn man es von oben nach unten liest, sich von der linken auf die rechte Seite zubewegt. Was können wir als erstes machen? Ja? Gut. Es gibt, also wir ziehen jetzt die Negation hier über den ersten Quantor drüber. Damit wird aus dem für alle, es existiert ein. Ne? Also nicht für alle x gilt, ist dasselbe wie es existiert ein x, für das nicht gilt. So. Jetzt muss ich den Rest abschreiben, ist immer ein bisschen mühsam. Ne? Naja, machen wir es mal. So. Hier vorhin vielleicht auch gleich die Frage, muss ich das jetzt klammern oder nicht? Man kann hier eine Klammer machen, muss man aber nicht unbedingt. Dieses existiert ein y, sodass gilt, das bezieht sich auf den kompletten hinteren Block. Okay? Sodass dieses nicht sich letztlich auf diesen Quantor bzw. auf die Gesamtaussage, auf diesen gesamten Block bezieht. Ich kann hier eine Klammer setzen, da und da, muss aber nicht. Also ich mache es mal hier in blau hin. Könnte man, muss man aber nicht. Okay. Nächster Schritt. Ja? Ja, also wir ziehen es jetzt wieder hier, das nicht 1 rüber für alle y gilt nicht für alle z und so weiter. Ne? Schreibt mal wieder ab. So, na, p von z. Okay. Naja, jetzt sind wir geübt im Rüberziehen, oder? Ja. Genau, es existiert ein x, sodass für alle y gilt und jetzt. Nicht, ne? So, genau. Jetzt braucht man die Klammer, ne? Dieses Nicht, das hier rübergezogen wird, bezieht jetzt auf den gesamten hinteren Block. Wenn ich jetzt das Nicht, ich schreibe mal jetzt ohne Klammer hin, versehentlich, ne? Macht einen kleinen Fehler. So. Wenn ich es jetzt so stehen lasse, dann würde das Nicht, das bindet ja am stärksten, das würde sich hier, uppala, das habe ich hier hingemalt. So. Das Nicht, das würde sich jetzt hier direkt auf das p von x beziehen, das wollen wir ja aber nicht, ne? Sondern das Nicht bezieht sich auf die Gesamtaussage. Also hier brauche ich die Klammer jetzt definitiv. So. Jetzt können wir schon mal vielleicht immer mal den Zielabgleich machen. Wo wollen wir hin? Jetzt sehen wir hier unten, es existiert ein x, sodass für alle y gilt mit, es existiert ein z. Und das ist ja hier vorne identisch. Okay, also da haben wir schon mal Glück gehabt, ne? Wenn da hier vorne irgendwelche Unregelmäßigkeiten jetzt schon auftauchen würden, dann müssten wir jetzt nochmal kurz nachdenken. Aber jetzt mit dem Teil wissen wir, okay, hier vorne der Teil schon mal klar, jetzt müssen wir von hier nur den hinteren Teil noch angleichen. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Ja. Die Implikation auflösen, genau. Hier hinten die, ne? Die da. Na gut, ist ja die einzige. Nehmen wir die Implikation, die es gibt. So. Und zwar machen wir das jetzt innerhalb der Klammer, würde ich vorschlagen, okay? Also wir lassen jetzt alles mal schön stehen, so. Und lösen jetzt die Implikation auf. Ne? Das Und bindet ja stärker als die Implikation. Insofern ist das hier vorne der Teil vor der Implikation und das hier der Teil hinter der Implikation. So, was machen wir da draus? Nicht, Klammer auf, genau, muss das wieder aufpassen. P von x und p von y. Das Nicht bezieht sich jetzt ja auf den gesamten vorderen Teil hier.
Und wenn ich die Klammer jetzt versehentlich weglassen würde, dann würde sich das nicht nur auf das P von x beziehen. Das wollen wir auch nicht. Ja? Also nicht der gesamte vordere Teil. Und wie geht es weiter? Oder? Ja, genau. Oder P von z. So. Ich kann schon mal hier was abschreiben, ne? Was machen wir jetzt, die Nachbarin? Welche von denen? Bitte? Diese Klammer auflösen, die große. Also dieses nicht. Was machen wir jetzt mit dem, wenn wir die Klammer auflösen? P von x und P von y. Ja? Ja? Ah ja, welches Gesetz haben Sie da angewendet? Weiß jemand, wie es heißt? Genau, ja. Da haben wir den Morgen angewendet. Ja? Das nicht, wir haben hier ein Oder, vor dem gesamten Oder-Ausdruck steht ein Nicht. Wenn das Nicht hier reinkommt, dann muss das Nicht für jeden einzelnen Teil geschrieben werden, aus dem Oder wird ein Und. So, das heißt, wir haben hier vorne dann nicht diesen Teil, das nicht löst sich hier vorne auf. Und hier hinten haben wir, aus P von Z wird nicht P von Z. So, jetzt sind wir ja, sind wir fast fertig, ne? Unterscheidet sich nur noch durch eine Kleinigkeit, nämlich durch die Klammer hier. Naja, jetzt wissen wir aber, wenn wir hier mehrere Unds haben, da gilt ja das Assoziativgesetz und das Kommutativgesetz. Letztlich können wir auf Klammern verzichten. So ähnlich, wie als hätten wir jetzt nur mal da stehen, ja, in der Arithmetik. So, also ist das gleiche wie das da. Wunderbar, haben wir es bewiesen.